Was ist der Weißabgleich? Der Weißabgleich regelt die Farbtemperatur deines Bildes. Sie wird in Kelvin oder dem Buchstaben K angegeben. Du findest auf deiner Kamera eine Taste mit der Abkürzung WB. Das bedeutet White Balance, dem englischen Wort für Weißabgleich. Stellst du den Weißabgleich auf AWB, wählt die Kamera automatisch die Farbtemperatur. Das Sonnensymbol steht für Tageslicht und einen ungefähren Kelvinwert von 5200. Das Haus mit dem Schatten steht für Schatten und ca. 7000 Kelvin. Die Wolke stellst du an einem bewölkten Tag ein. Und dann gibt es noch Kunstlicht, Leuchtstoff, Blitz und die manuelle Einstellung. Je niedriger der Kelvinwert, desto kühler ist die Farbtemperatur. Sieh dir dazu dieses Beispiel an. Wenn du in JPEG fotografierst und nicht im RAW-Format, kontrolliere immer wieder während dem Fotografieren deine Bilder. Falls sie einen Farbstich haben oder sich die Lichtverhältnisse ändern, von Sonne zu Schatten oder von Sonne zu Kunstlicht, dann verändere deinen Weißabgleich und prüfe, ob die Farbe des Bildes auch so passt.